Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Gutzeit, wir beraten heute den nunmehr 20. Jahresbericht des Berliner Landesbeauftragten. Die Notwendigkeit der Diskussion und die Aufklärung über das Wirken des MFS und über die bis heute bleibenden und fortwirkenden Folgen ist ungebrochen. Das zeigt sich an den im Bericht geschilderten Beispielen der Bürgerberatung für Menschen, die nach wie vor um strafrechtliche Rehabilitierung, um Kapitalentschädigung, um berufliche oder verwaltungsrechtliche Rehabilitierung oder um die Anerkennung verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden nachsuchen. Auch die Geschichten derjenigen berühren mich sehr, die das Schicksal von Vorfahren oder Verwandten recherchieren, um zu erfahren, was damals geschah. Lesen wir dann, auf welche Hindernisse diese Menschen stoßen, die Rehabilitierungsansprüche etwa auf DDR-Heimkinderentschädigung geltend machen, so zeigt sich, wie wichtig es nach wie vor ist, dass Ihre Behörde, Herr Gutzeit, sei es als Unterstützungseinrichtung, sich engagiert oder den Betroffenen bei Gericht oder vor den Versorgungsämtern zur Seite steht. Ja, wir würden es auch begrüßen, Herr Gutzeit, wenn in Form eines Leitfadens oder von Fortbildungsangeboten für die Sachbearbeitung in den Behörden Unterstützung geleistet werden würde, wenn die Anhörung von Betroffenen im gerichtlichen Verfahren verstärkt werden könnte, um die Durchsetzung schwierig zu belegender Ansprüche zu erleichtern. Und auch zukünftig wird es sicherlich nötig sein, Defizite und praktische Schwierigkeiten bei der Gesetzgebung, bei den gesetzlichen Grundlagen für solche Ansprüche zu analysieren und diese dann gegebenenfalls auch zu verändern. Meine Damen und Herren, nicht zuletzt zeigt aber auch die Förderung von Beratungs- und Selbsthilfeprojekten. Es ist eben tatsächlich so, dass Menschen Hilfe und Unterstützung brauchen, um mit den späten Folgen von Traumatisierung und Verfolgung umgehen zu können. Es wäre zutiefst oberflächlich und würde der Tätigkeit der Berliner Unterlagenbehörde nicht gerecht, sie auf die in der medialen Debatte oft auf die Stasi-Unterlagen, auf den Einblick, auf den Umgang und die Verwaltung von Stasi-Unterlagen zu reduzieren. Das gehört sicherlich dazu. Und es ist wirklich notwendig, dafür zu sorgen, dass die Bearbeitungszeiten bei den Akteneinsichtgesuchen verkürzt werden, statt immer weiter anzusteigen. Denn sie sind ja oftmals die entscheidende Grundlage für Rehabilitierungs- und Anerkennungsansprüche. Es geht um Aufklärung, um Information, um Hilfe und Unterstützung. All das leisten Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und dafür, lieber Herr Gutzeit, möchte die Partei Die Linke und die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus Ihnen auch anlässlich der Diskussion dieses Berichts erneut unseren herzlichen Dank aussprechen. Meine Damen und Herren, für uns als Linke ist es eine besondere Verpflichtung, aufgrund unserer geschichtlichen Hypothek alles für die Aufarbeitung des gescheiterten parteibürokratischen Systems der DDR zu tun. Dazu gehört zum einen klar zu sagen, was war. Die Ignoranz freiheitlicher und demokratischer Ansprüche, die Monopolisierung des Wahrheitsmonopols auf eine Führungskaste von Bürokraten, die Deformierung jeglicher politischer Kultur und die Negierung einer Idee von Emanzipation. Sie haben in den gut 70 Jahren des realsozialistischen Weltsystems zu unvorstellbaren Verbrechen geführt. Der lange Schatten des Stalinismus reicht bis in die Gegenwart. Und Versuche der Reform, die es überall immer wieder gab, und die ihre symbolische Zuspitzung sicherlich im Prager Frühling gefunden haben, wurden brutal unterdrückt und sind letztlich allesamt gescheitert. Bis das System an seinen eigenen Widersprüchen zusammenbrach. Glücklicherweise friedlich, ohne Blutvergießen. Wir sehen uns als Sozialistinnen und Sozialisten in der permanenten Pflicht zur herrschaftskritischen Auseinandersetzung mit Geschichte. Jede sozialistische Veränderung von Gesellschaft muss eine freiheitliche und muss eine demokratische sein, sonst ist sie keine. Und jede Kritik an den Zuständen aus sozialistischer Perspektive ist nur glaubwürdig, wenn sie die eigene historische Last nicht ignoriert und unter den Teppich kehrt. Meine Damen und Herren, es laufen jetzt die Debatten, wie es bald ein Vierteljahrhundert nach dem Zusammenbruch der parteibürokratischen Diktatur weitergehen soll. Mit den Akten, mit Hilfe und Unterstützung für die Betroffenen, mit der Aufarbeitung überhaupt. Wir sollten diese Debatte führen. Und uns als Linksfraktion ist vor allem wichtig, dass die demokratische Dimension der Veränderungen bis 1989-90, das Wirken der herrschaftskritischen DDR-Opposition, die Darstellung des Lebens in der DDR zwischen Aufbegehren und Anpassung ihren Raum findet und institutionell abgesichert wird. Dazu gibt es eine Reihe von Bekenntnissen im Bund und auch in Berlin, denen jetzt aber auch Taten folgen müssen.
So könnte die Förderung der Havemann-Gesellschaft, des Archivs der DDR-Opposition, auch als Anteil einer gemeinsam zu tragenden Absicherung in die Verhandlungen mit dem Bund einfließen, damit sich endlich was bewegt. Diese 200.000 sollte man nehmen und dem Bund anbieten und sagen, jetzt liefert euren Anteil, damit wir das Archiv der DDR-Opposition meinethalben auch in einem Campus der Demokratie dauerhaft untergebracht bekommen. Und natürlich ist schlussendlich die Frage zu diskutieren, wie die Stasi-Unterlagenbehörde des Bundes und die Landesbehörden zukünftig ihre Arbeit organisieren. Das wird sicher nicht allein in Berlin entschieden, aber wir sollten uns an dieser Debatte konstruktiv beteiligen, sollten uns die Zeit lassen, vor Veränderungen die praktischen Aspekte zu diskutieren. Und wir stehen Ihnen, Herr Gutzeit, für eine solche Diskussion gern zur Verfügung und auch als Ansprechpartnerin mit offenem Ohr für den Fall, dass wir Ihnen Hilfe leisten können. Vielen Dank.